und herzlich willkommen hier in meinem Kanal. Ja, wir spielen wieder Rust. Sind ein bisschen vorangesprungen, weil wir haben ein bisschen eigentlich immer die ganze Zeit dasselbe gemacht, dies, das, die Tiere, wir haben ein bisschen doof uns angestellt und sind da jetzt auch mit dem Belgarik wieder unterwegs. Ja, auch der hat nicht nur DayZ, sondern auch Rust. Die hat mich eigentlich hauptsächlich dazu gezwungen, Rust zu kaufen. Und ja, habe ich hier schon meinen ersten Ofen gebaut, meine Storage Box, allen drum und dran. Und ja, eigentlich ist es ja auch so eine Farm-Sendung, Show, Serie, Folge. Das hört sich doch ganz gut an. Und ja, wird ein bisschen Nacht. Ihr seht so ein bisschen was. Ist jetzt eine von vielen Folgen, die noch folgen werden. Ha, was für ein Wortspiel. Folgen werden. Naja, ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß damit. Euer Sanchez. Ja, ich komme nicht mehr raus. Ich muss mal kurz gleich auf stille Örtchen. So, wie viel Essen hat er da drin? Genug. So, was können wir noch so schönes craften? So, da mal reingehen. Zack. Aber die Position, wie die Häuser spawnen, ist jedes Mal neu. Hm. Okay. Ich würde gerne eine andere Tür haben. Das ist nicht alle. Ach, scheiße, schon wieder ein Zombie. Und noch ein Zombie. Hallo. Gibt's denn hier irgendwo Türen, die aus Stahl sind? Ja, es gibt eine Metalltür, aber das dauert, bis du die kriegst. Ah, die muss ich auch erstmal finden, ne? Also, bitte? Die muss ich erstmal finden halt, ne? Nee. Die Metalltür kannst du so schon bauen. Echt? Ich hab Window. Die ist ganz unten. Mit der Window Bars habe ich hier, ja. Wood Selling, Wood. Warte mal, wo waren die denn? Ne, die musst du doch jetzt finden. Bei Survival und dann das vorletzte, Metal Door. Da brauchst du aber Metal Fragments für. Ja, hab ich gleich voll. Hab ich gleich genug. Ich hab gleich an die 200. Ah, scheiße, ey, es wird dunkel und ich hab dich noch nicht gefunden. Weil ich will die Tür nämlich gleich auswechseln, dann kann da jemand, kann da nicht mehr so schnell rein, weißt du? Eine Metalltür reinbauen. Aber nicht so einfach auswechseln. Wenn nicht? Das dauert, bis du die durchgeschlagen hast. Ach, du hast keine. Dann baue ich halt einen neuen Schalter. Mit der Hatchet haust du 200 Mal rauf. Dann baue ich halt noch ein Dings, noch ein Crate daneben, ein Schalter. Ist doch egal. Juckt doch keinen. Oh, verdammt, ey, ich finde dich nicht. Weil du gibst ja auch recht viel Information. Ja, ich komme ja auch gleich. Ich komme gleich raus. Ich will da ja erstmal kurz hier das fertig machen, weißt du? Oh, super. Rauskommen hilft mir auch nicht viel. Ja, ich gucke ja gleich mal, wo ich bin dann. Mensch, Timmer, Wimmer. Ich bin ja gleich da. Ich komme ja gleich. Wie habe ich denn 146, Alter? Wie viel kriege ich denn noch zusammen? Ja, bestimmt, bin ich jetzt 12, doch, das passt. Ich noch ein bisschen Holz habe ich noch. Schon wieder dunkel, ey. Dachte ich gerade. Kommt mal die letzten Sonnenstrahlen durch. Gucken wir mal, ob ich mal ein bisschen Erz wieder kriege hier. Also der Strand ist auf jeden Fall links von mir, wenn ich nach in Richtung Sonne gucke, ist der Strand links von mir. Wie sieht das bei dir aus, wenn du in Richtung Sonne guckst? Ja, dann habe ich auch die Küste von vor mir. Also rechts von dir ist die Sonne. Nein. Wenn ich auf die Sonne gucke, dann habe ich auch dann habe ich die Küste, wenn ich auf die Sonne gucke. Okay, dann bist du auf der anderen Seite. Hier ist verstrahlt. Was habe ich eigentlich gerade gehauen? Auch mit dem Ding. Pff.
Bär schön weitläufig umgehen. Ich brauche nämlich neues Holz. Mein Holz ist alle. Und dann mache ich mich auf die Suche nach dir. Wo kommt denn der Zombie her? Meine Güte. Mal schön wieder einen Wolf ausschlachten. Da geht's so. Wieder zu essen dabei natürlich. Bin ich gerade irgendwo ernst, Leute? Hey, wo ist denn hin? Bitte, so. Zombie. Ich will auch ein bisschen schreien. Ist auch ein Zombie. Ah, schon, ich war doch gerade noch ein Erzabbau. Wo ist er denn jetzt auch mal hin? Ach, da vorne ist er doch, Leute. Blind muss man sein. Ne, er war aber eben gerade noch nicht. Der ist gerade gekommen wieder. Egal. Manchmal kannst du sogar bei den Kisten dastehen und dann spawnen die einfach, sobald du das wieder gelootet hattest. Ist nicht einfach. So, ich gehe jetzt dahin, wo ich mich auskenne und baue mir da ein Camp. Okay. Und dann mache ich erstmal ein Feuer auf dem Berg. Ja, klingt doch gut. Dann können wir mal gucken, ob wir uns finden. Ja, dann können wir da, wo wir dann halt, können wir dann noch ein Camp bauen. Ist ja egal, wir können ja überall mal ein Camp bauen. Also, die Stelle, wo ich vorhin auf dem anderen Server gebaut habe, ist recht gut, weil wir da nämlich zwei so eine Compounds in der Nähe haben. Und wir einfach nur links und rechts runter müssen. Ach so. Auch nicht schlecht. Und das ist, man muss halt ein paar Wege laufen, um da überhaupt hochzukommen. Also dürfte auch nicht so viel Verkehr sein, dass unsere Sachen dann gelootet werden. Okay. Also meinen Schalter sieht man echt schon vom Weiten, ey, weil es da drin schön leuchtet, ey. Bist du gerade da? Ich bin gerade im Shelter, ja, bei mir. Noch kurz. Hier ist ein Check. Hast du eine Workbench, hast du nicht draußen, oder? Nee. Ja, okay, nee, dann ist das ein anderes Haus. Von einem anderen Spieler. Ja, bei mir brennt es gerade hier alles. Ah, Feuer ist alle. Gott sei Dank habe ich gerade neues Holz geholt, ey. So, dann wollen wir jetzt mal die Steintür bauen. Die Stahltür. Requires Workbench. Ach so. So ist das. Workbench is required. Ah, ja, du okay. Du musst dich in die Nähe stellen dafür. Meckert schon. Na super. Das gewusst. So, Blut ist da, das machen wir da rein. Sulfur, wozu brauche ich denn Sulfur ein? Guck mal. 280 Holz bräuchte ich, glaube ich. Kann ich dir alles besorgen? Ja. Wenn ich mir jetzt einen Wooden-Check hier baue, dann steht der nur unnütz rum. Ich will ja gleich ein Foundation,
ich mache halt gleich eine Foundation fertig. Was ist ein bisschen eine Foundation? Was brauchen wir für die Foundation? Ja, du kannst die, wenn du eine Holzhütte baust, dann ist die einfach klein. Und ja. Wenn du eine Wood Foundation nimmst, also ein Holzfundament, dann hast du eine weitaus größere Hütte. Die ist, glaube ich, dreimal so groß. Okay, mal gucken. Da musst du Woodplanks machen und sowas, ne? Genau. Ja. Du brauchst für ein komplettes Haus, also Wood Foundation, eine Decke, drei Wände und ein Doorway, brauchst du 28 Planks. 28? Ja. Okay. Ich glaube, das 28 sind es gewesen. Dann gehe ich mal fahren. So. Kann ich mir jetzt hier ein Workbench? Was brauche ich denn für eine Workbench? Oh, nimm was Stone noch. Tür zu machen, damit es auch nicht hardcore wird. Ist das dunkel wieder hier, ey. Habe ich noch genug Pfeile? Ach komm her. Ich stell mal noch ein paar Pfeile her. Das Problem nicht. Sind ja die Tiere denn nachts auch beschissener? Hast du schon mal herausgefunden? Nee, aber die Zombies sollen, glaube ich, schneller sein. Ja, die sind aggressiver. Das hab ich schon mitgekriegt. Ja, ich sag mal so, wenn der Cedar Crafting auch drin ist, dann ist das auch geil. Aber Gott sei Dank ist die Nacht nicht so lang hier, ne? Naja. Das ist jetzt ein Bär oder das ist jetzt kein Bär? Okay, es ist ein Bär. Ich habe ja eine Fackel. Mach ich es mir denn so kompliziert? Naja, mit der Fackel kannst du auch gut rumlaufen hier. Ja, du bist dann auch wieder einen Meter weit sichtbar. Ja und? Bastel mir erstmal noch ein Campfire. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele hier drauf sind. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das sehe. Ja, musst du Escape drücken. Und dann? Nochmal aktualisieren. Achso, ja, okay. Ja, gut, das muss ich dann nicht machen. Egal. Wenn du aktualisierst, dann aktualisiert er wirklich die komplette Liste. Ja, ja, das ist das Schlimme daran, das will ich ja nicht. Wenn dein Server wieder auftaucht. Oder? Nee, 6 von 50 sind hier drauf. Ah ja, geht doch. So, mein Campfire ist. Ich kauche jetzt eigentlich nur die ganze Zeit vor meinem Haus rum, um so Sachen zu finden, hier Steine und sowas. Scheiße. Ich habe gerade mein Bandage unnötig verwendet. Wie soll man denn abends Wölfe töten? Man sieht doch dann gar nichts. Taschenlampe. Muss ich doch aber auch in der Hand halten, oder nicht? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, du musst halt zu zweit spielen, ne? Eine leuchtet und der andere. Möchtest du meine Leuchte sein? Ich muss mir da erstmal eine Torch. Ich glaube, ich muss mir da erstmal noch eine Torch bauen, ey. Meine ist, glaube ich, bald hinüber. Was kostet denn? Muss ich denn für eine Torch machen, Alter? Oh. Ich gucke jetzt erstmal und warte, dass es Tag wird, damit ich meine Foundation setzen kann. Super, ich habe keinen Close. Schlecht. Ich baue mir jetzt auch gerade Foundation. Ich will erstmal welchen Workbench haben, damit mein Shelter dicht ist. Ne, nun warte doch lieber. Hä? Was? Hallo? Ich habe gesagt, du sollst lieber mal warten, weil nämlich die Position hier oben ist ideal. Ja, ich will erstmal ein bisschen was Kleines aufbauen, so ein kleines Zwischenlager, weißt du? Das ist ein Schwein. Gut, dann ist ja nicht das Problem. Ich
shit, das wird aber wieder heller, kann das sein? Bitte? Oh nein, oh nein, ein Bär. Oh, fuck, doch. Aber die sind nicht so schnell, das ist das Schöne daran, man kann die leicht abhängen. Oh, jetzt wäre ich fast auf den Bären zugelaufen. Ach du heilige Scheiße. Verpiss dich, Bär. Ich will nur mal ein paar Steine abbauen. Verpiss dich einfach. Ja, wenn man sich hier länger aufhält, dann kriegt man auch schnell wieder Steine und so. Ja, je länger du in dem Gebiet bist und Sachen abbaust, desto häufiger spawnen da dann auch die Items. Hm, ich seh das schon. Die Notes. Wer? Jetzt ist er weg. Ja, Bär ist weg. Wer hat sich entschieden, mich in Ruhe zu lassen? Ich will mir jetzt halt erstmal ein Workbench bauen. Und dann den zweiten Schalter mit einer Eisentür machen und da will ich dann erstmal so ein kleines, weißt du, so ein kleines Lager reinbauen. Hm. Weil das krieg ich ja doch, dann musst du ja dann doch mit C4 machen und C4 findest du dann doch relativ selten dafür. Ne? Wo ist denn jetzt mein Schwein eigentlich, das ich getötet hatte? Oh, da ist er wieder. Hm. Mein Bärchen verfolgt mich wieder. So ein Bär kriegst du auch nicht tot so leicht, ne? Da ist halt voll hartnäckig das Vieh. Aber es wird ja schon wieder heller, so wie ich das sehe. Ja. Ja, es ist okay, also die Nacht ist gut, was sie nicht allzu lang ist. Weil es halt wirklich nachts bist du halt echt am Arsch. Aber du kannst halt die Nacht nutzen, um dann so ein bisschen, ja, dein Zeug zu craften dann, ne? In der Zeit so ein bisschen. Ja, das soll man auch machen, in der Nacht craften und am Tag die Ressourcen sammeln. Also ich finde, das Spiel macht sehr viel Spaß. Ich muss mich echt sagen, dafür, was ich eigentlich erst so ein bisschen negativ über das Spiel eingestellt war. Kann ich jetzt sagen, ja, doch, ist es okay. Es gefällt mir doch. Wenn du es alleine spielst, ist es halt sehr anstrengend und schwer, weil es halt alles lange braucht. Ressourcen sammeln und dann auch noch craften. Wenn du halt einen hast, der losgeht und die Ressourcen zusammensammelt und der andere, der dann halt immer craftet, geht es ein bisschen fixer voran und es macht auch mehr Spaß. Das stimmt. Ja, aber es macht allgemein auch mehr Spaß, wenn Leute dabei sind. Ich meine, solche Spiele sind einfach dafür geschaffen, mit Leuten zu spielen, mit zusammen, im Team oder so. Ich muss gerade mal selber gucken, wo ich mein Shelter hingebaut habe. War das jetzt da oder da? Orientierungslos? Ich glaube, da vorne war das. Ja. Sonne links, genau, Sonne links. Da war es da. Ich bin gerade überfragt, wo habe ich mein Ding hingebaut, da ist die Sonne, also was da hinten. Manchmal verliere ich ein bisschen die Orientierung hier. Also ich kenne mich in meiner Ecke aus. Ja, ich weiß auch, wo ich hier muss jetzt mittlerweile, also ist nicht. Ich wollte eigentlich gerade mein Schwein in Ruhe looten, aber nicht ganz so, ist das schon wieder ein Bär? Hier sind so viele fucking Bären in dem Gebiet, ne? Doch unmenschlich. So viele Bären hier. Was haben wir da? Ein Wolf. Wolf ist doch nicht schlecht. So, ich geh mal kurz weg, was wegbringen. Okay, mach das. Immer schön sammeln. So, und jetzt glaube ich da hinten war, glaube ich. Wo ist denn die gute Sonne?